in Bezug auf Investitionen in edlen Feinwein, ist das korrekt? Für wen? Für wen? Feinwein, Uino Future? Welcher Name? Hier wohnen mehrere Menschen. Ah, Joachim Malwurf. Ja, einen Moment bitte. Hallo, Telefon! Hallo, Maulwurf, wer ist da bitte? Ja, guten Morgen. Hossan hier von Feinwein Investmentgesellschaft Ueno Future Officieren. Bezüglich haben wir vor kurzem Ihre Kontaktdaten hinterlassen in Bezug auf Investitionen in edlen Feinwein. Ist das korrekt? Wein? Ja, in Wein, ja. Ja, das ist immer gut, ne? Ja, also sind Sie interessiert in Weine zu investieren? Ja, schon guten Tropfen kann man immer gebrauchen, nicht wahr? Ja. Haben Sie ja kurz Zeit? Kann ich erzählen, wie das bei uns abläuft? Ja, ich sitze gerade bei der Dialyse, also ich bin ja noch mehrere Stunden. Sie können mir das also ruhig einmal erklären und vortragen. Ja, also wir von Ueno wurden in den letzten 3 Jahren zur besten Weininvestmentgesellschaft Europas gekrönt. Das liegt nicht nur wegen unserer Leistung, sondern mehrheitlich für den Service, das wir anbieten. Was das beinhaltet, ist, wir bieten ein sogenanntes vollständig verwaltetes Konto an. Das heißt, wir leiten unsere Kunden durch den gesamten Prozess, Ja. vom Einstieg über die Realisierung bis zum Ausstieg. In den letzten Jahren, wir konnten eine Rendite von im Durchschnitt von 12 bis 15% jährlich erzielen. Oh. Was auch noch sehr interessant ist, in Deutschland sind die Gewinne auf Weine steuerfrei. Sind was, bitte? Ist steuerfrei in Deutschland. So die Gewinne, die sie erzielen, ist steuerfrei. Da es ein Konsumgut ist, muss Ja, man aber nicht versteuern. es gibt in Deutschland ja die Wein- und die Sektsteuer, falls Sie das kennen. Ja, also die Mehrwertsteuer von 20% fällt an, wenn wir die Weine zu Ihnen nach Hause liefern. Ja, aber die Mehrwertsteuer ist ja nicht 20%, hören Sie mal. In Deutschland ist es 19. Ja, deswegen ja. Wo sitzen Sie Ja. denn? Ja, in London, England. In England. Ja, ich sitze jetzt in London. Ja, wir haben noch Sitze in Bordeaux, Tuscany, eins in New York, ja. Ja. Der Weinmarkt ist so, also wissen Sie, wie der Markt angetrieben wird? Ja, von den Weinreben doch, oder nicht? Also ich meine, wie der Preis hoch und runter geht von Wein. Nein, das liegt ja wahrscheinlich dran, wie gut die Ernten sind im Ja, entsprechenden ja. Jahr. Also Wobei jetzt das quasi die. betrifft ja natürlich nicht den guten Napoleon von 1683, nicht wahr? Ja, Der ist ja ja. nicht, sag mal, hat ja nichts mit der aktuellen Ernte zu tun. Ja. Also der Weinmarkt, es gibt zwei Faktoren, die den Markt antreiben. Ja. Nachfrage und Angebot bestimmen den Preis. Aha. Wir arbeiten mit dem Chateau direkt zusammen. Sie Mit wissen das was Beste bitte? ein. Mit dem Wir arbeiten Shutdown? mit. Ja, mit dem Chateau. Shutdown? Ja, Chateau, mit dem Vineyard. Mit was bitte? Mit dem Weinproduzenten, Chateau. Ah, Sie meinen Chateau, das Ja, französische Chateau. Chateau. Ja, Chateau, ja, genau, das Ich französische dachte Chateau, ja schon, was will der mir denn erzählen? Haben Sie heute auch schon ein paar Flaschen Intus, so wie Sie sprechen, wa? Aber würde ich auch, wenn ich da an der Quelle sitzen würde, da würde ich mir da ja. sowas von reinzwiebeln, das können Sie mal glauben. Was ist denn Ihr Ja. Lieblingswein, sagen Sie mal? Mainz, Malbec. Ja, wirklich? Ja, ist Gibt's günstig, da? nicht so teuer, Ja, aber meistens sind günstige Sachen nicht so teuer, das haben Sie gut erkannt. Da haben Sie auf jeden ja. Fall schon mal einen Hühnerpunkt, sage ich mal, sich verdient für diese Schlussfolgerung. Die Frage ist halt jetzt, wie kann ich da profitieren von? Ja, so wie gesagt, wir arbeiten mit dem Chateau direkt zusammen, die das beste 1% der Weltweine produziert, Das ja. sind 1%er, also Also, so wie die Angels und die Bandidos. wir arbeiten mit sehr seltenen Flaschen, also Flaschen, die es sehr selten auf dem Markt gibt, ja. Ja. Wir sind bei uns ein sogenannter Performance Broker. Wir verrechnen Ihnen keine Verwaltungsgebühren oder Managementgebühren, sondern wenn Sie entscheiden, Ihre Flaschen zu verkaufen, nehmen wir 10% von Ihrem Nettogewinn. Und zwar nur von Ihrem Nettogewinn, ja. Ja.
wie die Weine, also wir übernehmen für sie die Lieferkosten und lagern es im London City Bond, also ein Zolllagerhaus in England. Ja. Dort wird halt geschaut, dass die Temperatur stimmt, Lichtverhältnisse, wie wir es lagern. Ja, das ist ja ganz besonders wichtig. Sehr wichtig für den Weiterverkauf, ja. Und wie das abläuft, wir haben ein Team aus drei Herren. Einer ist der Geschäftsführer, Daniel Carnio. Zweiter Herr heißt Justin Nock, er ist Master of Wine. Und der dritte Herr... Der masturbiert gerade? Master of Wine ist er. Ja, wer gibt denn so einen Titel? Ist das ein Studienfach? Ja, genau, das ist korrekt. Das ist korrekt. Du hörst dich an wie der eine aus Stargate. Kennst du die Serie? Nee, kenne ich nicht. Schade. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Der dritte Herr heißt Oliver Gaslin. Er wurde im Nahen Osten 5 Jahre hintereinander zum Chefsommelier gewählt, was diesem Herrn gelungen ist. Im Nahen Osten? Ich dachte, die dürfen da gar keinen Alkohol trinken. So religiös bedingt. Ja, dürfen die schon. Also, kann man schon. Aber ist nicht so viel natürlich. Das ist korrekt. Ja, nee. Also, was diesem Herrn noch gelungen ist, er hat uns eine Partnerschaft mit über 200 Restaurants, Weinbars, Casinos weltweit in Verbindung gebracht. Wenn Sie entscheiden, Ihre Flaschen zu verkaufen, ja, würden wir aktiv auf unseren Partner hinzugehen und die Flaschen für Sie verkaufen. Sind Sie denn, haben Sie auch mit Rosins Restaurants zu tun oder ist das was anderes? Genau. Kennen Sie Hackfresse? Hackfresse? Ja, den kenne ich, der hat vorhin bei mir angerufen. Nee, Hackfresse, das ist ein Restaurant. Achso, nee, das kenne ich nicht. Ich kenne nur die Bruchbuden, die man bei Rosin immer sieht, ne, weil man momentan kann man ja nicht ins Restaurant gehen. Darum ergötze ich mich gerne am Leid von anderen Leuten. Das ist auch so der Grund, warum ich so gern telefoniere im Prinzip, weil das ist, sag ich ja, meine, kennen Sie diesen, ich weiß, dieser Naturforscher, der im Prinzip in der Wildnis sich, der Steve Irwin, der hat sich immer so auf Krokodile draufgesetzt. Das Gleiche mache ich ja im Prinzip am Telefon. Das ist ja auch so eine Art Artenforschung, was ich betreibe. Und da ist halt auch immer gut, wenn man für die Gäste und die Zuhörer dann guten Wein halt hat, ne? Das, der Unterhaltungswert, der steigt dadurch, ja? Mhm. Ja. Was halten Sie als Fachmann denn von Lambrusco, sagen Sie mal? Meinst du von diesem Wein? Ja, natürlich, was denn sonst? Oder gibt's eine Stadt, die so heißt? Das weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber Sie haben gute Laune, das muss ich Ihnen ja zugestehen. Die kriege ich Ihnen auch noch ausgetrieben. Ja, das ist gut. Also wie gesagt, also unsere Weine, wir können es auch zu Ihnen nach Hause zusenden. Ja. Sie müssen einfach dann achten, auf den Kaufpreis kommt dann in Deutschland 19% Mehrwertsteuer drauf, ja. Ja, aber jetzt haben Sie kein Lager innerhalb der Europäischen Union, weil hier, sag mal, London ist da ja raus, nicht wahr? Sie haben doch gesagt, in Bordeaux, da muss man ja keine Steuern zahlen innerhalb der EU. Ja, das ist korrekt. Also man bezahlt keine Steuern auf die Weingewinne. Wir lagern alles noch unsere Flaschen in England so Lagerhaus. Dann fällt halt die Mehrwertsteuer raus. Muss man nicht zahlen. Ja, das ist gut, ne? Also die Mehrwertsteuer ist ja schwachsinnig. Ja, finde ich auch, ja. Und also Sie können bei uns so kurz-, mittel- oder langfristig investieren. Kurzfristig heißt so 1 Jahr. Mittelfristig heißt 1 bis 3 Jahre. Und langfristig heißt 3 Jahre plus. Sie dürfen das selbstverständlich auch verteilen, ja. Und Sie sind an den Zeitraum nicht gebunden. Also Sie können jederzeit uns beauftragen, Ihre Weine zu verkaufen. Also sag mal, ich würde meinen Wein zu Ihnen schicken und Sie würden da drauf aufpassen, sozusagen. Also meinen Sie die Weine, die Sie aktuell haben, oder? Ja. Nee, also bei uns ist es so, also alle unsere Weine kommen vom Chateau direkt. Wir würden für Sie ein Portfolio erstellen, je nachdem, welchen Betrag Sie über welchen Zeitraum investieren möchten. Ja. Und das würden wir vom Chateau direkt in England zu einem Zolllagerhaus transportieren und dort lagern. Von welchem Chateau ist das denn? Es sind verschiedene Chateaus, ja. Je nachdem, von welcher Region Ihre Weine kommen, ja. Ja, das was... Also am liebsten hätte ich ja, sag ich mal, französische. Und wenn Sie aus Deutschland was aus dem Badischen haben, wäre das auch großartig. Ja,
Ja, also Frankreich hat man immer so Burgundy, Bordeaux natürlich. Ja, Ja, natürlich. ich weiß, dass wir noch von Deutschland was hatten. Mosel war da was, das wir hatten. Ja, die Mosel. Alle unsere Weine ist so, die wir haben, die gehen so in 1 bis 2 Tagen weg vom Trading Floor, ja. Von was bitte? Von Trading Floor, also vom Verkaufs. Also alle unsere Weine, wir haben 600 bis 800 Anfragen täglich weltweit, ja. Ganz viel und ja, also haben Sie einen Betrag im Kopf, dass Sie investieren möchten und über welchen Zeitraum? Na, ich sag mal, ich habe mich da jetzt ja noch nicht so mit befasst. Natürlich gerne möglichst, dass ich viel Gewinn machen kann, ne? Was würden Sie denn Ja, vorschlagen als Experte? also haben Sie einen Anlagebetrag im Kopf und über welchen Zeitraum Sie das anlegen möchten? Ich sag mal, ja, Sie haben ja gesagt, so 10% ist so ungefähr die Rendite, nicht wahr? Jährliche, ja, Ja, jährliche, ja, zehn, jährlich. fünfzehn, ja. Ist das denn dann Ganz ehrlich, bitte. fortlaufend oder ein Festbetrag? Fortlaufen, also es ist ja Durchschnitt, das wir erzielt haben. Es kann sein, dass Ihr Portfolio natürlich mehr oder ein bisschen weniger ist. Das ist natürlich, ja. Ja, das ist klar, dass man das nicht im Vorfeld weiß, Ja, ne? Aber da genau. können wir uns ja richtig besaufen, wir beide, nicht wahr? Ja. Das ist einfach. Wie lange machen Sie das denn schon? Also Sie Also persönlich? ich arbeite hier 2,5 Jahre. Ja, das hört, Sie haben richtig Ahnung, das hört man. Ja, also meine Aufgabe ist halt, über den Service, also wie wir arbeiten, aufzuklären. Und das Weinteam würde dann die Weine für Sie auswählen. Das mache ich dann nicht selber, ja. Ach so. Ich wähle die Weine nicht aus, weil wir haben so viele Weine. Das Weinteam würde dann für sich spezifisch ein Portfolio kreieren, wo sie dann ganz genau sehen, welche Weine wir für sie ausgewählt haben und über welchen Zeitraum. Das klingt sehr interessant. Wie viel Kunden haben Sie denn so, die das machen bei Ihnen? Boah, wir haben ganz viel, also wir haben einen Markt USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, England, Asien, also ich weiß nicht, wie viele Kunden, aber wir haben da ganz, ganz viele. Ah, haben Sie auch Corona-Bier? Also die Marke Corona? Wie meinen Sie das? Nee, das Bier, das Corona-Bier. Das ist ja momentan auf Talfahrt, aber danach wird das ja sicher wieder hochgehen. Ja, also wir haben da keine Bier, nur Weine. Tatsächlich nur Wein. Was haben Sie denn aus Deutschland da im Moment? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, aktuell von Deutschland ist nicht da, wenn ich mich nicht täusche, aber von Frankreich, wie gesagt, haben wir da schon immer. Ja, das wäre ja auch traurig, wenn es keinen französischen Wein mehr gäbe, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Also sind Sie jetzt aktiv interessiert oder möchten Sie, dass wir noch Unterlagen zusenden? Ne, ich würd mir das schon gerne anhören, was Sie da vorschlagen wollen. Und über welchen Zeitraum möchten Sie investieren und welchen Betrag? Also gern langfristig und was ist denn sinnvoll? Was sollte man denn machen? Was würden Sie denn vorschlagen? Ja, es kommt darauf an, also durchschnittlich kommen bei uns Leute mit circa 20.000 Euro Ja, durch das den klingt. Schnitt. Ja, an sowas hatte ich auch gedacht. Und ja, also Sie können den Anlagebetrag natürlich selber bestimmen. Das ist Ihnen überlassen. Ja, ich wollte mir nur mal so eine grobe Richtung anhören, was Sie da halt, sag ich mal, vorschlagen. Aber dann ist das ja im Prinzip alles ganz interessant, muss ich ja sagen. Und Sie würden, sag ich mal, den Wein dann für mich kaufen und verwalten. Und wenn Korrekt, genau. zwischendurch mal der innere Maulwurf bei mir rauskommt und ich sage, ich möchte das jetzt selber trinken, dann schicken Sie mir den nach Hause, oder wie? Genau, also da können wir einzelne Flaschen zu Ihnen nach Hause zusenden. Sie Ja. zahlen einfach die Mehrwertsteuer noch drauf und allfällige Lieferkosten nach Deutschland, ja. Muss ich die Mehrwertsteuer denn bezahlen? Die gehören ja mir, die Sachen, wenn Sie das kaufen für mich. Da ist das ja mein Eigentum. Korrekt, das ist korrekt. Das wird unter Ihrem Namen gelagert. Ja, aber dann muss ich, wenn ich mir das nach Hause schicken lasse, da nochmal Steuern bezahlen. Einfach die Mehrwertsteuer nach Deutschland, ja. Ja, aber das ist doch schon mein Eigentum. Ja, weil wir lagern das hier in London, Ja. also in England, und dort wir bezahlen keine Mehrwertsteuer, weil
Weil wir sind ein Zoolagerhaus lagern. Ja, die Inseläffchen, die sind da immer kreativ. Das muss man euch ja lassen. Ja. Also ich komme ursprünglich aus der Schweiz, ja. Sie kommen aus der Schweiz? Mhm, ah, daher der Akzent. Das ist interessant. Ja, daher der Akzent. Aber ich lebe in London. Ja, das habe ich mir gedacht, wenn Sie da arbeiten, dass Sie nicht pendeln zwischendurch. Wie wird das Ganze denn jetzt ablaufen? Also bei uns, da wir die meisten Weine Europas handeln, je nachdem welchen Betrag sie investieren, wir werden ein Portfolio kreieren. Was wir unseren Kunden dann empfehlen, ist das Portfolio mit einem 10% Deposit zu reservieren. Ja, ist 100% rückerstattbar. Sie würden das Portfolio dann erhalten, da können Sie, sehen Sie genau, welche Weine man für Sie ausgewählt hat. Ja. Wer ist der Vineyard, Region, Anzahl Flaschen, Gesamtsumme. Wer ist was, Sie bitte? Auch, also Sie sehen dann den Vineyard. Was ist ein Vineyard? Das Chateau. Also. Ach, das Chateau. Ja, Chateau. Von welcher Region die kommen, wie viele Anzahl Flaschen, Kisten, wie die Weine heißen, Gesamtsumme der einzelnen Flaschen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bezahlen Sie den Restbetrag. Wenn Sie sagen, Sie möchten etwas abändern, würden wir das machen. Wenn Sie nicht einverstanden sind, würden Sie die 10% Rückerstattung bekommen. Ja, und wie war jetzt der Name von der Firma bei Ihnen? Ueno. Wie schreibt man das? O. Ja. E-N-O. Ja, und einfach nur, so war doch vorhin viel längerer Name, Ueno. Ja, Ueno Future könnte angeben oder Ueno Group. Es ist ja alles sehr interessant, das habe ich ja vorher auch noch nicht gehört. Und wie lange macht Ihre Firma das schon? 6 Jahre. 6 Jahre? 2015, ja, sind wir auf dem Markt. Mhm. Das ist ja super interessant. Ja, und wie läuft das jetzt ab? Also möchten Sie, dass wir ein Portfolio für Sie erstellen mit einem 10% Deposit, wo Sie das reservieren? Was heißt 10% Deposit? Ich kenne das mit Englisch nicht so. Das ist so, dass, wenn Sie sagen, Sie möchten 20.000 Euro oder was auch immer investieren, ja. Sie hinterlegen 10% von 20.000, 2.000, also zwei, ja. 2.000, ich erstelle ein Portfolio für Sie, sende es auf Ihre E-Mail. Sie können sich das Ganze in Ruhe anschauen und sich ein paar Tage Zeit nehmen. Wenn Sie dann einverstanden sind, überweisen Sie den Restbetrag. Wenn nicht, bekommen Sie diese 2.000 Euro, das Sie hinterlegt haben, zurückerstattet, vollständig. Also ich würde jetzt im Prinzip, wenn ich sage, wir machen das, dann würde ich das im Vorfeld also hinterlegen, als Sicherheit genau. Sozusagen. Und Sie würden das genau. Dann erstellen für mich. Ja, wir würden ein Portfolio für Sie erstellen, ja genau. Und da darf ich dann aber auch sagen, sag hier, den Wein möchte ich nicht haben, ich hätte lieber einen anderen. Das kann man auch machen. Korrekt, oder? Korrekt. Ich kann es ändern. Also wenn Sie sagen, ich möchte diesen Wein, Sie sagen, ich möchte diesen Wein nicht, ja. Dann würde ich mit dem Weinteam zusammensitzen, das rausnehmen und einen anderen Wein vorschlagen. Das ist, also Sie sind ja da weltweit tätig, nicht wahr? Das ist korrekt, ja. Also ich hätte ja im Prinzip gerne, das ist ja so, haben Sie auch Spezialitäten? Wie meinen Sie Spezialitäten? Ja, so außergewöhnliche. Zum Beispiel gibt es ja den koreanischen Ginseng-Wein. Da hätte ich gern mal eine Flasche von. Aber das ist halt in Nordkorea, ne? Da kommt man ja so nicht rein. Ja. Da würde ich aber gerne was erstehen, bevor die Amerikaner das plattbomben. Da gibt's das ja hinterher nicht mehr. Ja, so ich denke, also wir haben viele so von Italien, Frankreich, USA, Napa Valley. Napa was? Was für ein Ding? Napa Valley, also ist eine Region. Wir haben auch Champagner, Bulcroft. Was für ein Ding? Können wir bitte auf englische Begriffe verzichten? Ich kann nur Deutsch und Hindi. Champagner. Champagner? Ja. Und der kommt aus Nordkorea, ja? Nee, Bulcroft, das ist Frankreich. Ja, also ich rede von Nordkorea und Sie erzählen mir was von Italien und Frankreich. Das war ja, ist ja nicht meine... Von Nordkorea. Aber vom Süden denn dann? Weil die machen das ja nach. Wie bitte? Wie bitte? Das ist mein Text. Ne, die Frage war, ob Sie dann was von Südkorea haben. Weil die stehlen nee, ja im Prinzip nicht. Immer nur die Errungenschaften des Sozialismus, nicht wahr? Nee, ich glaube, wir haben von dort nichts.
Schade. Was ist, haben Sie Sake aus Japan? Ich denke nicht. Also so Japan, Südkorea, Nordkorea, da haben wir nicht. Ja, und Westkorea, haben Sie davon was? Nee. Auch nicht. Das ist ja schrecklich. Weil ich wollte halt so japanischen Reiswein halt auch mal haben. Den kann man ja im Supermarkt kaufen, aber das schmeckt ja nicht, ne? Ich wollte ja richtigen haben. Ja, ich glaube, da haben wir nicht. Das ist ja ungefähr so, als wenn man ein Meerschweinchen im Zoohandel anstatt beim Züchter kauft, ne? Die Unterschiede, die sind ja riesengroß. Okay, also ja, wir haben da nichts. Ja, das ist gar nicht, das weiß ich schon voraus. Sie haben doch gesagt, Sie sind in London, richtig? Korrekt, ja. Warum rufen Sie denn mit einer Münchner Telefonnummer an? Fällt mir gerade auf. Ja, wir haben eine deutsche Nummer, einfach um unsere deutschen Kunden anzurufen. Wenn mal die Kunden uns zurück anrufen, dass keine Kosten für die Kunden entstehen. Ach, da kann ich Sie auch anrufen, wenn ich dann, sag ich ja, mal, ja. Was abziehen möchte? Wie meinen Sie abziehen? Naja, wenn ich jetzt sage, da kommen drei heiße Frauen rüber, ich brauche einen guten Wein, dann kann ich sie anrufen und sie regeln das für mich. Korrekt, das ist genau korrekt. Wie lang dauert das denn, wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Wein, bis der bei mir zu Hause dann ist? Das weiß ich nicht, also vom Schacht, also ich weiß nicht, Sende, also Werktage, 3 bis 5 Tage vielleicht nach Deutschland. Ja? Das ist gut. Ja, ja. Haben Sie denn im Internet so einen Katalog, wo ich gerade mal eben noch mit Ihnen reingucken kann, dass ich da so ein Gefühl kriege für alles? Also, meinst du, welche Weine wir haben oder wie? Ja, ja, natürlich. Also, wir haben im Internet, also konntest du die Broschüre nicht herunterladen? Ja. Konntest du, ja oder nein? Nee, Sie haben auch, ich habe gefragt, ob man sich das angucken kann im Internet. Ja, sind Sie auf unserer Homepage-Webseite? Nee, soll ich da hingehen? Ja, bitte, Sir. Gehen Sie doch. Ja, einen Moment, bitte. Wenn Sie möchten, also ist Ihre E-Mail-Adresse hansmalwurf1945@gmail.com. Ja. Wenn Sie möchten, ich kann Ihnen eine E-Mail zusenden mit Informationen und... Ja, wenn das für Sie in Frage kommt, können wir vielleicht nächste Woche telefonieren, oder? Nee, also nächste Woche bin ich ja auf Geschäftsreise in Japan. Deswegen wollte ich das, wenn dann, schon gern reisen? Jetzt machen. Ja, das ist halt ein Privatflugzeug, nicht wahr? Die Japaner, die sind da ziemlich großzügig. Es geht da um einen größeren Geschäftsabschluss. Und das machen die persönlich lieber. Okay, okay. Also mit einem normalen Flugzeug können Sie jetzt nicht fliegen. Hirohito, der schickt dann halt seine Maschine rüber, ne? Okay. Kennen Sie den Hirohito? Ne, kenne ich nicht. Also ein total der nette Junge. Denkt man gar nicht, dass der so ein riesiges Land beherrscht. Wie läuft das denn jetzt ab bei Ihnen? Ja, also wie gesagt, also wenn Sie, welchen Betrag möchten Sie investieren? Also 20, 30, 50, 10? Ja, nehmen wir schon mal 50.000, ne? Das soll ja dann, soll sich ja auch lohnen. Für die Meerschweinchen. Ja. Für die mache ich das ja. Also, möchten Sie, dass wir ein Portfolio für Sie kreieren, oder? Ja, ja, ich würde ja schon gerne gucken, was da denn, sag ich mal, so für mich kredenzt wird im Prinzip. Und möchten Sie dann das Portfolio reservieren mit 10%, das Sie hinterlegen, oder... Muss man das machen? Portfolio zu reservieren, ja. Und reservieren, sagen Sie, sollte man machen, weil die Sachen immer recht schnell verkauft werden? Ja, genau, genau. Das erschafft uns dann Zeit, ja. Ja. Sie können sich ein paar Tage Zeit nehmen, wie lange Sie möchten, und dann kann man besprechen, ob Sie damit einverstanden sind, ob Sie Weine weg umändern möchten oder gar nicht mehr. Das klingt gut. Möchten Sie das reservieren, oder? Ja, ja. Und für die Reservierung, also es gibt 2 Möglichkeiten, entweder Sie überweisen es per Banküberweisung oder mit Debit- oder Kreditkarte. Ich richte mich da ja ganz nach Ihnen. Ja, was ist Ihnen lieber? Mir ist das völlig egal, so wie das für Sie am einfachsten ist. Ja, also haben Sie dann die Debit- oder Kreditkarte zur Hand? Ja, die müsste ich raussuchen. Welche wollen Sie denn haben?
einfach die Debit- oder Kreditkarte, um die 5000 Euro zu hinterlegen. Ja, also ich habe ja eine Visa, ich habe eine Master, ich habe eine American Express, ich habe eine von der Bank of India, also mir ist das egal. Ja, also haben Sie dort, wo ist einfach die, das ist mir auch egal, also wo ist einfach 5000 Euro. Wir nehmen einfach, ich habe ja die, bei der Bank of Tschikistan, da kriege ich ja Hühnerpunkte bei jedem Einkauf. Kriege ich denn da auch eine Rechnung von Ihnen? Ne, Sie bekommen einfach, Ihre E-Mail-Adresse ist hansmalwurf1954@gmail.com. Nein, 45. 1945. Ja, ja, das ist ja mein Geburtsdatum. Ja, ja. Ja, haben Sie jetzt zur Hand, oder? Ja, ja, ist ja gar kein Problem. Haben Sie mir denn jetzt schon was rübergeschickt? Wie meinen Sie rübergeschickt? Ja, Sie haben doch gesagt, Sie wollten mir was per E-Mail schicken. Also, nein, ich meinte, ob Sie die Broschüren per E-Mail haben möchten. Ach so, ja, können wir uns das mal eben angucken. Schicken Sie mir das gerne mal rüber, da können Sie mir das erklären. Ja, wie so ein Hühnerlord halt, ne? Gibt's denn bei Ihnen Treuepunkte? Nee. Nicht? Ich habe das Ihnen jetzt gesendet. Mhm. Die Treuepunkte? Nein, die Broschüren, also die E-Mail-Adresse. Ach so. Ja, da wollen wir uns das doch gleich mal angucken. Und wie viel Weine haben Sie so vorrätig im Moment? Also wir haben da schon ganz viele. Also wir haben viele zum Beispiel von, also wir haben DRC, Lafite Rothschild. Rothschild? Nee, mit denen will ich nichts zu tun haben. Lafite Rothschild. Ja, Sie wissen doch, dass die Rothschilds, die, sagen wir, die beherrschen ja die Welt, nicht wahr? Lieber Pate hätte man. Ha, wie bitte? Da klingelt das Telefon bei Ihnen. Das ist das andere von meinem Kollegen. Lieber Pate hätten wir. Wollen Sie da nicht dran gehen? Ich kann kurz warten. Telefon. Das ist nicht mein Telefon. Das ist in Ordnung, ich erlaube Ihnen das. Nein, nein, er macht einen anderen Markt. Lieber Pate hätte man noch. Ha, was machen? Lieber Pate hätte man noch von Wein. Ja, das war's eigentlich. Das sagt mir jetzt ja, das sind ja, sag mal, sehr viele Sachen, die Sie da verfügbar haben. Mhm. Was würden Sie denn empfehlen? Das würde das Weinteam empfehlen, ich weiß das nicht. Kann ich denn mit denen dann mal sprechen? Ja, sprechen Sie Englisch? Ja. Sprechen Sie Englisch? Ja, ja, das machen wir dann aber im Anschluss. Ne? Die Zuhörerschaft, die können das alle nicht so. Ich kann sonst, wenn Sie möchten, einen Termin mit denen vereinbaren, wo dann ein Weinteam Sie anruft. Wäre einfach auf Englisch, ja. Ja, das ist ja kein Problem, ne? Ja, wann hätten Sie dann Zeit? Ja, heute Nachmittag vielleicht? Ja, doch, auf jeden Fall. Sonst ich kann einen Termin vereinbaren mit einem Weinteam und wir können dann von dort aus auf weiter besprechen. Sind das denn mehrere Leute, die dann da anrufen? Nein, nur jemand ruft sie an. Ja, weil Sie sagten Team, das hört sich ja an, so dass das ja im Prinzip mehrere wären. Jemand von Weinteam wird sie anrufen. Ach jemand so, also nicht mehrere. Oder ein paar. Hey, jemand, eine Person, wir haben ja drei Leute im Weinteam. So viele? Drei, ja. Das ist ja skandalös. Warum schreien die Leute bei Ihnen denn da so im Hintergrund? Ja, das sind meine, die anderen. Ja, ich gehe ein bisschen ruhigen Platz, ja. Das ist ja sehr, okay. Sehr störend. Tut mir leid. Also, Herr Maulwurf, sollen wir für Sie am Nachmittag, sollen wir Sie anrufen oder... Ha, war bitte? Sollen wir Sie am Nachmittag anrufen? Ja, also am liebsten ja schon, nicht wahr? Ja, okay. Ja, okay, sonst, ja, wir und möchten Sie, dass wir jetzt für Sie den Deposit hinterlegen, wo ich dann, das meint Sie, dann für Sie das Portfolio kreiert, oder? Ja, ja, die sollen das ja für mich fertig machen, nicht wahr? Ja, genau. Möchten Sie den Deposit dann hinterlegen? Möchte ich was, bitte?
Möchten Sie denn diese 5.000 Euro 10% von Ihrem Anlagebetrag hinterlegen, oder? Ja, das muss ich ja machen, haben Sie ja gesagt, ne? Wenn Sie möchten, ich leite Sie dann an. Haben Sie Ihre Karte dann zur Hand? Ja, ja, die habe ich rausgesucht. Und also Kartenlimit und so haben Sie nicht, also 5.000 Euro hinterlegen? Kartenlimit, das hatte ich, als ich 18 war. Das ist schon lange her. Okay. Ich bestimme die Kartenlimits von anderen Leuten. Da sind wir gelandet. Okay, okay. Ich leite Sie dann zu meinen Assistenten weiter. Ich bin der Elite-Maulwurf. Ich leite Sie sonst an meine Assistentin weiter. Ja, wie heißt denn der? Sie heißt Julia. Julia, und wie weiter? Ich spreche ja keine fremden Leute mit Vornamen an. Sie können sie mit Vornamen ansprechen, das ist kein Problem. Nein, nein, das widerspricht ja den Gesetzen der Maulwürfe. Nee. Was heißt also, hier nee? Ich warte, sie heißt als Nachnamen, weil wir sprechen in England nur mit Vornamen an. Ja, ist das so, da gibt es auch Sir und Madam. Hä? Ja, Madam, ja, das gibt's schon. Haben Sie die E-Mail eigentlich bekommen? Ja, da könnte ich ja mal nachgucken, nicht wahr? Ja, da sieht doch... Sehr geehrter Herr Maulwurf! Ja, und was soll ich da jetzt gucken? Das ist ja sehr viel. Ja, ja, dort sehen Sie einfach die Broschüren etc. von uns. Ach so... Ach ja, da unten, ja? Da ist ja sogar ein YouTube-Video dabei. Ja, genau. Das sehen Sie alles. Ich habe ja auch einen Kanal. Vielleicht können wir da eine Kooperation machen. Kennen Sie den Hühnerkanal auf YouTube? Nee. Hallo? Ja? Hören Sie mich? Ja? Ja, ja, also ich kenne den Hühnerkanal nicht. Nee, ob Sie den Hühnerkanal kennen? Nee, ich kenne den nicht. Warum nicht? Das ist eine Wissenslücke. Und das, wo steht denn jetzt da drin, was der Kram kostet? Ja, es kostet je nachdem, welchen Betrag Sie investieren möchten, würde ich ein Portfolio für Sie erstellen. Also das Portfolio haben wir noch bis hier gar nicht erstellt. Warum? Das wollten Sie doch machen. Ja, dafür müssen Sie uns schon so einen halben Tag Zeit geben. Ach so. Nach welchen Kriterien wird das denn zusammengestellt? Anlagebetrag und Zeitraum. Ja, 50.000 und 3 Jahre, was kommt dann dabei rum? Ja, das wird dann das Weinteam dann für Sie auswählen. Nach. Das Schweineteam? Weinteam. Ja, in Ordnung. Ja, dann machen wir das doch. Ja, und dann will Sie das alles so nachmittags erhalten. Ja, und jetzt kommt der Assistent, oder? Nee, die Frau war das ja. Wie heißt die nochmal? Ja, Frau Magnani. Was? Al-Baghdadi? Magnani. Also das hat aber nichts damit zu tun, oder? Mit was? Mit Al-Baghdadi. Nein, nein. Kennen Sie den? Nein. Ja, ich muss ja sicher gehen, ne? Das ist ja... Wäre ja ansonsten, sagen wir, der Terrorismusfinanzierung. Da will ich halt nichts mit zu tun haben. Ja, ja. Sonst wollen Sie einfach Deposit per Banküberweisung machen, wenn das für Sie lieber ist. Nee, nee, ich kann, sagen wir, schon gerne mit der sprechen. Sagen wir, mit einer jungen Dame unterhalte ich mich ja gerne mal. Weil in China ist zu jung nur ein Name, sagt man ja immer, nicht wahr? Ja, sonst machen wir es so. Ich sende Ihnen die Bankdaten, Sie können das per Banküberweisung machen. Und wenn wir das erhalten haben, können wir das Portfolio für Sie erstellen. Und dann, Sie sehen das auch schriftlich, dass es rückerstattbar ist, ja? Das ist was, bitte? Dass es auch rückerstattbar ist, wenn Sie gegen den Kauf entscheiden. Und wie ist das, sag ich mal, wenn ich jetzt einmal 3 Jahre da anlege und in 2 Jahren mein Geld wieder brauche, dann muss ich das aber 3 Jahre liegen lassen, oder kann man dann abziehen? Sie sind an den Zeitraum nicht gebunden. Ach so, ja, warum machen wir dann einen Vertrag, wenn wir nicht gebunden sind? Sie sind nicht gebunden an den Zeitraum. Ach so. Das heißt, ich kann jederzeit sagen, ich will meine Kohle wiederhaben. Ja, wir müssen einfach die Weine für Sie dann verkaufen gehen.
Ach so. Ja, wo verkaufen Sie die dann an eigene Kunden oder auf der Weinbörse, die es gar nicht gibt? Wie gesagt, an der Gastgewerbe, Restaurants, Hotels, Weinbars, Casinos. Haben Sie denn Kontakt zu diesem Frank Rosin? Kennen Sie den? Nee. Wie? Aber den Gordon Ramsay kennen Sie doch, oder? Ja, Gordon Ramsay, ja. Ja, haben Sie auch, sag ich mal, mit dem Kontakte? Ja, ich glaube nie, also nicht, dass ich wüsste. Weil ich hätte da gern ein Autogramm. Vielleicht können Sie das ja organisieren durch die Geschäftsbeziehungen dann. Ja, kann man vielleicht. Also, ja, ich kenne Gordon Ramsay, der kocht da, Ja, aber ja. das, deswegen, ja, der hat ja auch eigene Restaurants. Ich frage mich, wer die dann testet. Aber auf jeden Fall hätte ich gern ein Autogramm von denen, dass der, sag ich mal, meinen 2021er Wein von Lidl signiert. Verstehen Sie, das wäre mein Anliegen. Damit das dann halt auch in naher Zukunft mehr Wert hat. Das ist ja Ja. EK und VK-Preis, ne, das würde ja dann stark variieren in dem Zusammenhang. Ja. Das sollten Sie sich vielleicht mal überlegen, dass Sie die ganzen Weine von dem Typen signieren lassen. Da kriegt man ja für die Kunden, sag ich mal, einen guten Schnitt raus, bestimmt dafür. Vor allem, wenn die Weine in, sag ich mal, in Läden verkauft wurden, die dann pleite gegangen sind, weil der da gewesen ist. Okay. Ich mache Ihnen jetzt eine E-Mail, wo Sie das alles schriftlich sehen. Sie können das überweisen und wenn wir das Geld erhalten haben, können Sie dann gerne machen wir erstellen wir ein Profil für Sie, okay? Ja, Sie wollten mir jetzt dann die Julia geben, hieß die, nicht wahr? Sie ist jetzt nicht da, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Wir Ja. machen das einfach schriftlich. Ich sende Ihnen den schriftlichen Vertrag. Sie können sich das anschauen und wenn Sie wenn das für Sie passt, können Sie das über den Deposit, also 5.000 Euro überweisen. Das dauert mit SEPA-Überweisung einen Tag und dann machen wir das für Sie, okay? Ja, und dann machen die, sag ich mal, so ein Angebot. Genau. Und wenn ich das gut finde, dann überweise ich den Rest. Und wenn ich sage, nee, das gefällt mir so überhaupt nicht, muss ich mir dann was Neues aussuchen. Oder kann ich auch sagen, ich möchte das gar nicht machen? Ja, Sie können beides. Also Sie können sich etwas Neues aussuchen oder Sie sagen, Sie möchten es gar nicht, wir würden dann diesen 10% zurücküberweisen. Das ist sehr freundlich. Also ich freue mich da drauf, sag mal, so ein paar gute Weine kann man immer gebrauchen, nicht wahr? Ja, definitiv, definitiv. Gut, dann verbleiben wir so und Sie haben meine E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, Sie können uns anrufen, wenn was ist, ja. Kann ich denn, wenn ich jetzt da diese Nummer aus München anrufe, komme ich dann in London raus? Korrekt, korrekt. Ich habe die Nummer, ja. Das ist ja Wahnsinn. Wie sitzt denn da einer in München, der das dann weiterleitet? Oder wie funktioniert das? Nein, das geht direkt, das geht direkt. Ja, aber wie funktioniert sowas? Das ist Das ja weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. unvorstellbar, sowas. Das ist ja, sag ich mal, da fast so totalitär wie die Meerschweinchenherrschaft über Neuguinea von 1913 bis 25, falls Sie, sag mal, das verfolgt haben. Guter Malwus, gut, ich mache Ihnen die E-Mails, Sie können sich das anschauen und dann bei Ja. uns dann melden, wenn das ist, okay? Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich freue mich Gut, da schon dann. sehr drauf. Dann sage ich vielen Dank für die freundliche Verratung. Und dann Ja, hören wir voneinander. Rufen Sie dann wieder an oder soll ich anrufen? ist Ihnen überlassen. Ha, wie bitte? Ist Ihnen überlassen, also Sie können mich anrufen oder mir schreiben, ich soll Sie anrufen, ist okay. Gibt's denn auch die Möglichkeit, wenn Sie, sag ich mal, jetzt Weine für mich einkaufen, dass das, sag ich mal, nach meinen Wünschen etikettiert wird? Machen Sie sowas Ja, auch? also wenn Sie ein eigenes, es kostet einfach extrem viel Geld zusätzlich, das müsste man dann schauen, aber es ist möglich. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es ist möglich, kostet einfach zusätzlich. Ja, das ist ja klar, sag ich mal, alles kostet ja Geld. Aber ich bin Ja. ja, also ich hätte ja dann im Prinzip von meinem YouTube-Kanal, hätte ich ja das Logo dann auf die Flaschen draufdrucken lassen, Ja. auf das Etikett, zusammen mit einem Link und dem Namen, dass die Leute halt beim Saufen dann auch gleich wissen, wo die sich noch die passende, sag mal, Unterhaltung holen können. Weil ein Stripper kann man Okay. sich ja im Moment nicht holen wegen Corona, aber den Maulwurf kann man ja immer anhören. Ja, okay, gut, dann machen wir das Was so. Ich würde mache die das denn E-Mail. kosten? Ich weiß das nicht, das muss ich abklären, ich weiß das Da nicht. können Sie da mal kurz fragen. Dann kann ich das nämlich an meinen Sekretär weitergeben.
Ich weiß, also ich kläre das ab. Ich kläre das ab. So, das muss man mit der Agentur abklären, die das dann macht. Das weiß ich nicht. Ja, soll ich dann kurz in der Leitung bleiben? Nein, nein, das ist in Ordnung. Das müssen Sie nicht warten. Ich mache Ihnen eine E-Mail, ja? Ja, ich spreche ja lieber mit Leuten, weil ich kann nicht mehr so gut lesen. Bin ja schon okay, älter. Ich kläre das ab und dann rufe ich Sie am Nachmittag an, okay? Da bin ich Ihnen sehr verbunden. Also ich würde ja dann im Prinzip, also er sollte dann schon ein guter Jahrgang sein, so 7, 8 Jahre alt, mindestens. Ja, 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 ja. Und da würde ich dann halt, sag ich mal, schon ein bisschen größere Flaschen, schön dunkles Design und dann da halt groß das Bild drauf. Oder geht da nur Text im Prinzip? Ne, es geht beides. Es geht beides, also Textbilder und Bildtexte sind kein Problem, ja? Ja, Sie müssen nicht einfach das Logo zusenden, das Sie haben müssen. Ja, ja, das macht dann, sag ich mal, im Prinzip der Herr Otter oder der Herr Doppelotter, je nachdem, welche Qualifikation dafür notwendig ist. Aber das ist überhaupt kein Problem, dass wir Ihnen das fertig machen. Okay, ja gut. Gut, dann bedanke ich mich Ihnen und wir hören uns am Nachmittag, ja? Auf jeden Fall. Ich danke für Ihre Zeit und Ihre fachliche Expertise. Das ist einmal eine Freude, Sie kennenzulernen. Ja, kein Problem. Ja? Ne, dann danke hören wir Ihnen. Uns. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss. Na, das war jetzt ja mal ein sehr interessanter Anruf. Da habe ich mich auf Hatzebock, da war da so ein Ding, wo man sich registrieren soll. Ich habe gedacht, ich trage mich da mal ein. Ein müder Maulwurfscanner war ein langes Gespräch. Gerade mal nebenbei so geguckt, also ein Großteil der Internetergebnisse waren davor, weil man schickt jetzt ja quasi 5000 Euro irgendwo hin. Das Geld ist dann erstmal weg und die Wahrscheinlichkeit, dass man da wieder rankommt, ist sehr gering. Ist auf jeden Fall ein interessanter Aufhänger, so mit teurem Wein. Mal gucken, was da noch kommt.